damit willkommen zurück zu einem Projekt, das komplett neue Maßstäbe setzt auf meinem Kanal. Und das soll etwas bedeuten. Wir sind in der 6. Folge von All and Only Chests, einem Projekt, in dem ich mir wirklich eine gigantische Aufgabe vorgenommen habe. Ich habe mir in diesem Projekt vorgenommen, 100% aller Items, die es in Kisten in Minecraft gibt, zu finden. Und das Besondere, wir haben Special-Regeln dafür. Denn diese Sachen, die es in Kisten gibt, sind zeitgleich die einzigen Sachen, die ich in diesem Projekt in mein Inventar aufnehmen kann. Das bedeutet, Blöcke, die ich abbaue, droppen nicht. Ich kann nicht mit Villagern traden. Wenn ich Monster töte, droppen sie mir auch keine Items. Die einzige Möglichkeit für mich, wirklich Items ranzubekommen, ist, wenn ich sie vorher in Kisten gefunden habe. Aber das Ganze wird halt eben noch einmal besonderer, denn ich kann nicht einfach von Struktur zu Struktur gehen und einfach wild alle Kisten looten, wie ich möchte. Ich kann immer nur eine vorher festgelegte Struktur looten. Und diese festgelegte Struktur ist gelockt. Sie ist versiegelt. Ist sie einmal eingeloggt, kann ich nur noch Items aus dieser Struktur looten. Erst wenn ich 100% aller Items, die es in dieser Struktur gibt, gelootet habe, kann ich mir die nächste aussuchen und mit dieser weiterarbeiten. Und momentan beißen wir uns die Zähne aus. Ich weiß, also mein Minecraft-Skin hat keine Zähne, aber es ist halt metaphorisch gemeint. Aber wir beißen uns halt momentan die Zähne an einer Struktur aus, die echt hart ist. Und ihr seht auch schon, wir sind im Nether. Es geht um die Bastion. In dieser Übersicht seht ihr die Items, die wir bereits gefunden haben. Es sind ziemlich viele. Wir haben Netherite Ingots dabei, wir haben das Upgrade Template, Netherite Scrap, wir haben den Lodestone. Da sind eine Menge krasser Sachen schon dabei. Aber diese 6 Items, die sind echt ziemlich besonders. Die brauchen wir nämlich noch. Wir haben sie noch nicht geschafft, in der oben rechts eingeblendeten Anzahl von Bastionen zu finden. Denn ihr müsst euch vorstellen, es gibt 4 verschiedene Bastionsarten im Minecraft. Es gibt eine Bridge-Bastion, es gibt die Treasure-Bastion, Hoglin Stables und Housing. Jeder dieser 4 Bastionsarten hat individuelle und einzigartige Drops. So kann dieser verzauberte Goldhelm nur in einer Bridge-Bastion spawnen und dann auch nur in einer besonderen Art von Kiste. Genauso kann auch nur ein OP-Gap, Dia-Schwert, verzauberte Dia-Chestplate und der Diamant in einer besonderen Kiste der Treasure-Bastion. Und zwar ganz unten spawnen. Das heißt also, dass wir uns sehr viel vornehmen müssen. Und es wird wahrscheinlich noch ein paar Stunden dauern, bis wir diese Struktur abgearbeitet haben. Und in diesem Video soll es auf jeden Fall noch weitere geben. Aber es sind halt auch nur noch krasse, große Brocken übrig. Deswegen wird es auf jeden Fall etwas, naja, besonderer. Aber ich freue mich riesig, dass ihr das ganze Video auch mal wieder hier anschaut. Und wenn euch das Projekt gefallen sollte, unbedingt gerne einen Like da. Abonniert auch diesen Kanal, ist ein einziger Klick, würde mich riesig unterstützen. Wir haben das große Ziel der 2 Millionen Abonnenten. Eventuell sogar noch dieses Jahr. Ihr könnt mich dabei begleiten, ihr könnt mich dabei unterstützen. Das würde mich riesig freuen. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr schätzt. Wie lange wird dieses Projekt eigentlich noch gehen? Ich sage euch ganz ehrlich, das wird irgendwie noch ein bisschen... Also, wir haben uns halt hier wirklich ein bisschen was halt... Also, wir sind halt noch nicht mal so richtig bei der Hälfte. Und der Timer ist bei über 7 Tagen. Es wird auf jeden Fall eine große Aktion. Ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden, wenn ich die nächste Bastion gefunden habe. Denn ihr müsst euch vorstellen, das Traveln hier im Nether... Ich habe keine Elytra. Die gibt es halt nicht in Kisten. Das Traveln ist halt schwierig. Ich habe halt keine richtigen Blöcke, sondern halt nur Blöcke, die ich für später auch noch brauche. Und an so einer Stelle wie hier, naja, was soll ich halt machen? Ich kann halt nicht weiter traveln. Deswegen ist das Traveln zu einer Bastion immer so unfassbar anstrengend im Vergleich zu normale Challenges oder anderen Projekten, wo du einfach mit Blöcken, die du abbauen kannst, dich einfach überall lang bauen kannst. Das hier ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber wir kriegen das alles hin. Ich hoffe, es dauert nicht so lange, bis wir die nächste Bastion sehen. Wir haben jetzt noch keine Bastion gefunden, aber ich kann euch eine Sache sagen, die unfassbar gut ist. Wir haben so viel Netherite. Wir haben in der letzten Folge durch die Bastion halt mehr Netherite gefunden, als wir halt jemals in diesem Projekt brauchen werden. Und dadurch haben wir auch endlich eine Netherite-Spitzhacke, die Mending hat. In Bastion kannst du halt Unbreaking 3, Dia-Spitzhacken, Mending-Spitzhacken und generell noch weitere Verzauberungen finden. Und seitdem wir diese Spitzhacke haben, ist das Projekt deutlich, deutlich angenehmer. Nur Problem ist, ja, sie geht halt kaputt. Und wir müssen halt immer wieder diese Spitzhacke reparieren. Einerseits, weil sie Silk Touch hat, aber auch, weil Blöcke keine Sachen droppen, droppen sie keine EP. Und deswegen ist das Reparieren dieser Spitzhacke auch noch ein bisschen schwieriger. Naja, aber wir haben unsere erste Bastion. Das ist dieser große Kasten. Das Problem ist, es könnte eine Bastion sein, die uns nichts bringt. Oh, Doppelbastion. Das ist eine trashige Treasure eventuell. Es geht los, weil wir am Anfang des Videos jetzt direkt mal die Bastion abarbeiten. Oh mein Gott, das ist halt direkt die beste Bastion, die wir finden können. Denn wir haben halt von diesen 6 übrigen Items, unter anderem 4 Items, die es nur in der Treasure-Bastion gibt. Und der OP-Gap mit einer Wahrscheinlichkeit von 5,9%. Und den gibt es nur in einer einzigen Kiste einer Treasure-Bastion. Ist halt unser Endgegner. Das ist das schwierigste Item und könnte vielleicht bedeuten, dass wir noch sehr viele von diesen Treasure-Bastionen finden müssen. So, wir graben uns dann immer hier so an der Seite lang, denn es warten eben auch eine Menge Gefahren auf uns in so einer Bastion.
Piglin Brutes, auch die gigantischen Magma Cubes und generell einfach der Mangel an Blöcken. Ich nehme jetzt halt Obsidian. Das Obsidian brauche ich aber eigentlich noch für später. Falls ihr euch generell fragt, warum ich hier so einen Bunker an Obsidian immer dabei habe, damit kann ich halt später Portale immer wieder aufstellen, wenn wir halt im Nether schnell traveln wollen. Sprich, ich will später ja auch Strongholds schaffen und dafür muss ich halt später ja auch schnell von Spot zu Spot. Und das geht halt mit Obsidian sehr, sehr gut. Hier erstmal den Spawner abbauen, dann erstmal ihn hier abbauen. Sorry, Bro, nicht böse gemeint. Dann bauen wir dich einmal ab. Es ist alles einfach, man muss nur den Überblick behalten. Dann haben wir auf der Brücke noch einen, der wird auf mich gleich droppen. Und deswegen immer aufpassen. Ja, sorry, Bro. Und jetzt haben wir einfach mal easy unsere Möglichkeit, die Kiste zu looten. Und zwar hoffentlich mit Items, die wir gebrauchen können. In 3, 2, 3, 2, 1, BUM! Das ist krass. Das ist halt eine gute Kiste, aber mit keinem neuen Item. Wir haben 2 Netherite Ingots. Einfach mal ordentlich Eisenblöcke. Ich habe so viel Netherite. Mann, kann ich nicht Netherite irgendwie gegen Items eintauschen, die ich wirklich gebrauchen kann? Hallo? Das ist nicht das erste Mal, dass wir eine Treasure-Bastion looten und sie uns am Ende gar nichts gibt. Aber wir sind ja auch erst am Anfang vom Video. Deswegen, haha, dann wird es wohl noch besser. Oh, meine Äuglein sehen etwas und ich glaube, ich erkenne nur von dieser Wand. Und das ist krass, dass es eine Treasure ist. Es ist halt wirklich ein. Es ist halt die Struktur, die wir brauchen. Und zwar in solchen Frequenzen. Alle 100 Blöcke bitte eine Treasure. Und dann auch mal ein bisschen gönnen an den Kisten. Ah, ist das schön. Es ist so unfassbar angenehm. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir alle Items da rausbekommen haben. So, also, ihr kennt das Ganze, wie das hier abläuft. Wir graben uns von unten rein, hoffen auf 2 Kisten im besten Fall unten in der Treasure-Bastion. Und ich weiß nicht, dieser OP-Gap könnte für mich eine Menge verändern. Er wird mir sehr viel Emotionen geben, wenn wir diesen OP-Gap einfach mal schneller ranbekommen können. Es gibt gewisse Vorgeschichten in diesem Projekt mit OP-Godäpfeln. Es wäre ein Traum. Wir haben die Doppelkiste. Das heißt, zweimal die Möglichkeit, hoffentlich Glück zu haben. Ach, Leute, ich hab ein sehr, sehr gutes Gefühl. Treasure-Bastion, keine Ahnung, die wievielte. Come on. Hol mich ab. Mit halt. Naja, also halt tatsächlich mit den Items, die ich brauche. Prot 4 ist gut. Ich will eigentlich dieses... Oh, eigentlich will ich halt Prot 4 hierfür. Für die Hose. Weil Schuhe haben wir halt unsere... Naja, egal. Ich bin dankbar für alles. Und hier haben wir ein weiteres. Und das ist das erste Item der Folge. Und zwar den Diamanten. Und zwar ordentlich viele. Abgehakt. Wichtig. Auch nochmal eine unverzauberte Dia-Chestplate. Die wird noch eine Weile halten. Müssen wir aber schon lieber mitnehmen. Oh, eine neue weitere Spitzhacke. Das ist ultra gut. Aber macht es mir halt nicht unbedingt einfacher. Ich habe jetzt schon keinen Platz mehr. Aua, Mann. Okay, wir müssen an unserem Inventory Management arbeiten. Wir machen uns einen Anvil. Kombinieren jetzt schon mal die Diaschuhe. Halt einfach für die Zukunft. Prot 4 Mending. Und reparieren jetzt schon mal unseren Helm. Prot 3. Dadurch 2 Slots gespart. Dann können wir diese Spitzhacke wieder mitnehmen. Naja, das ist doch eigentlich eine gute Ausbeute. Wir haben ein weiteres Item abgehakt. Damit sind es nur noch 5 Sachen. Und es wird ja nicht die letzte Bastion gewesen sein. Bro, es ist irgendwas verbuggt. Nein, ist es nicht, aber das ist so unfassbar gut. Es ist die 3. Treasure-Bastion in so einer kurzen Zeit. So, die nächste weitere Treasure-Bastion. Denkt nicht, dass das immer so läuft. Das ist so in Minecraft normalerweise nicht. Es gab Tage, also ich spiele dieses Projekt ja immer wieder über mehrere Tage. Haha, wer hätte es gedacht? Es gibt Tage, Sessions, in denen ich in mehreren Stunden keine einzige Treasure-Bastion finde. In dieser kurzen Zeit 3 zu finden, ist krass. Das ist besonders. Deswegen, danke und danke für das nächste Item. Ja, das habe ich mir cooler vorgestellt. Oh, was sehe ich da? Ist das eventuell eine Hogland Stables Bastion? Dort wartet auf uns, so unspektakulär es klingt, einfach eine Schaufel. Eine verzauberte Dia-Schaufel. Ihr habt vielleicht in den Treasure-Bastionen vorhin bemerkt, da hatten wir immer wieder Unverzauberte dabei. Aber es geht um die Verzauberte und das ist eine Hogland Stables. Erkennen wir an den Hoglins, weil es ist halt der Hoglin-Stall. Und wenn die da spawnen, dann ist das interessant für uns. Wenn wir das abgehakt bekommen, dann müssen wir da einfach nie wieder rein. Gehen wir mal rein in den Spaß. Wir müssen dann aufpassen. Gefährliche Brutes wollen uns natürlich wieder töten. Es gibt in der Regel so zwischen 2 und 4 Kisten, aber die Kisten müssen halt nicht spawnen. Das ist halt ein bisschen das Doofe. Hier ist Kiste Nummer 1, aber da ist auch ein Piglin Brute. Aber, naja, wie soll ich sagen? Da ist halt auch Lava. Und hier ist unsere verzauberte Dia-Schaufel. Bumm! Hier könnte noch eine Kiste sein. Ist nicht...
Dann gehen wir eine Etage höher. Hier haben wir eine. Gönn. Eine schöne Schaufel. Bumm. Das ist halt eine verzauberte Dia-Spitzhacke. Unbreaking 3. Doppelt Mending ist halt krass. Jetzt habe ich einfach zwei. Was soll ich mit zwei? Okay, wir haben sogar noch eine dritte Kiste. Ich habe Hoffnung. Ja, okay. Schön, viele Goldblöcke. Die kann ich einfach als mittlerweile normale Building-Blöcke benutzen, weil ich echt einfach gar nicht mal so viel Gold brauche. Ja, okay. Das war's aber mit der Hogland Stables. Keine weiteren Kisten mehr für uns. Drei Stück gab es, das ist okay, das ist gut. Aber dass es keine Schaufel gab, naja, dann ist es halt nun mal so. Dann können wir es halt auch nicht ändern. So, wir haben die nächste Hogland Stables. Da wollen wir natürlich auch wieder rein. Es geht um eine verzauberte Dia-Schaufel. Leute, es ist ernst, okay? Es ist nicht wirklich ernst, aber es wird spätestens ernst, wenn ich mich mit Goldblöcken dorthin baue. So, zeig mal her. Mann, ist ja auch geil mit der Spitzhacke. Vor allem FI3. Das ist Big, Big Jackpot. Uns fehlt jetzt noch Unbreaking. Da haben wir eine super Spitzhacke. Nehmen wir natürlich mit. Aber ich brauche die Schaufel. Mal richtig schön wegschaufeln. Okay, nächste Kiste. Ach Mann, was ist das denn? Die wollen mich auch ein bisschen quälen hier, ne? Wir haben sogar eine dritte Kiste. Bitte. Bitte, bitte, bitte! 17 Karotten in einer Kiste ist jetzt auch nochmal eine Ansage, ne? Wir müssen die halt jetzt kombinieren. Und wir müssen halt auch die mitnehmen. Ihr meintet, ich habe eine Kiste vergessen. Die hier? Da waren wir, oder? Nein! Oh mein Gott. Okay, wir hatten vier Kisten. Vier Kisten, keine Schaufel. Wir sind fertig mit dieser und haben immer noch nicht die Schaufel. Dafür baut sich hier langsam die nächste OP-Spitzhacke. Oh, da habe ich was gesehen. Aber was bist du? Du bist eine Hogland Stables, die nächste. Es wird weiter abgearbeitet. Wichtig, ich will diese Schaufel. Komm, kurzer Prozess. 3, 2, 3, 2, 1, bumm. Jo. Und die kann jetzt hier halt wirklich einfach so drin spawnen, ja? Oh ja, die kann einfach mal so hier drin spawnen. Das fühlt sich illegal an. Oh mein Gott, einfach eine verzauberte Schaufel mit Sig-Touch. Einfach hier in so einem... Also das ist einfach der Stall. Das hier ist einfach der Stall von Hoglins. Und die spawnt hier. Ey Leute, nehmt's mir mal nicht übel. Ich will sie halt ernsthaft nicht mitnehmen. Also ja, ich habe lange danach gesucht, aber ich brauche sie halt nicht. Oh mein Gott, das sind nur noch vier Items. Und wir müssen nur noch in zwei Bastionsarten. Bridge und Treasure. Oh mein Gott, das erleichtert mich so krass. Wir müssen nie wieder in eine Housing oder in eine Stables-Bastion. Nur noch Bridge und Treasure. Oh mein Gott, ist das gut. Einfach fertig damit. Das ist ein big, big step in Richtung Ende der Bastion. Da sind es halt auf einmal nur noch vier Items. Ja, die Folge beginnt ja traumhaft. Okay, dann bloß raus aus dieser Bastion. Keine Zeit verschwenden. Wir haben noch ein bisschen was auf dem Plan. Und das ist doch super. Eine Bridge-Bastion. Dann machen wir direkt mal den verzauberten Goldhelm hinterher. Und dann geht es nur noch um die Treasure. Ich glaube, maximal drei Kisten haben wir hier. Da ist Kiste Nummer 1. Komm. Der verzauberte Goldhelm. Es ist so oft verzauberte Rüstung da drin. Und wir haben alle Teile mehrmals gefunden. Es ist jetzt Zeit für den Goldhelm. Verzaubert. Ach so. Nee, anscheinend, sorry, habe ich mich vielleicht geirrt. Ist noch nicht Zeit. Mein Fehler. So, jetzt gibt's noch eine Kiste. Wenn wir uns einmal hier lang graben. Kiste Nummer 2, Goldhelm, bumm. Gut, naja, dann brauchen wir noch eine weitere Bridge. Dann war es das hier nicht. Leckerbissen, es gibt was zu futtern. Und ich sag euch ehrlich, wir haben heute echt einen glücklichen Tag. Eine weitere Treasure-Bastion. Und in dieser weiteren Treasure-Bastion wartet auf uns. Le Big Big Jackpot. Wir werden uns dort was richtig Geiles ranholen. Und zwar, jetzt übertreibe ich ein bisschen, zwei Items. Zwei weitere Items werden jetzt abgehakt. Und nicht nur zwei Items, ich krieg sogar nochmal ein Dia-Teil auf Mending. Und zwar einen Helm. Erstmal den abbauen. Dann, Freunde, nicht so nervös sein. Was haben wir denn im Angebot? Die Doppelkiste. Das doppelte Glück. Zeig her. Bumm. Okay, das ist aber schon mal der Mending-Helm. Ich habe ja gesagt, ein Mending-Helm ist einmal schon mal drin. Bro, Prot ist echt Much. Das ist wirklich, das ist Much. Sei du doch bitte verzaubert. Und zwar hier. Es ist das Dia-Schwert. Das unverzauberte Dia-Schwert. Es ist da. Und jetzt Mending.
Ja, es ist okay. Dann kombinieren wir die miteinander und dann haben wir ja zumindest erstmal etwas. Nicht Mending, aber es geht voran. Oh mein Gott, Leute, es sind nur noch drei Items. Drei Items. OP-Gap, verzauberte Dia-Chestplate und der verzauberte Goldhelm. Ich bin bereit dafür. Bridge-Bastion. Na dann, hoffen wir mal auf das nächste große Glück hier. Okay, Goldhelm verzaubert. 3, 2. Hallo? Lass mich bitte in Ruhe. Ach, Leute. Was soll das? So, aber eine Kiste haben wir noch. Die ist hier. Come on. Leute. Was soll das? Skandalös. Eine Bridge-Bastion. Das heißt, da lang zurück. Alright, Bridge-Bastion. Hallo. Moin, moin. Ich würde mal ganz gerne hier mal ein bisschen in die Kiste gucken. So, Haken hinter, Goldhelm verzaubert. 3, 2, 3, 2, 1, bumm. Hätte ich jeden Lodestar mitgenommen, ne? Ich hätte so viele. Oh, wir haben diesmal auch sogar noch mal eine dritte Kiste. Also das ist erstmal die zweite. Sag mal her. Leute, hallo. Können Sie sich mal langsam alle ein bisschen Mühe geben? Naja, wir haben da drüben noch eine Kiste. Oh, nee, wir haben keine dritte Kiste. Das ist leider das Problem. Aber schön Obsidian. Hey! So, der Kleine. Dass der Kleine nicht einfach schubst, ist krass, ne? Ey, ganz ehrlich, ich wollte eh noch chillen mit meiner Rüstung. Also, meine Rüstung. Ich wollte eh keine Dia-Rüstung mehr haben. Viel geiler so. Bro, ich musste meinen Helm ausziehen, einfach weil er sonst gleich kaputt geht. Ey, wir müssen so dringend jetzt eine Mending-Chestplate finden. Alter, die Hitbox dieser neuen Magma-Cubes ist so unfassbar eklig, ne? Hatte gerade echt Respekt, dass das hier, mit einem Brute mich nochmal auscrittet, richtig in die Hose gehen kann. So, naja. Nachdem wir jetzt gerade sehr lange in Lava waren, mal jetzt hier eine kleine Belohnung. Zwei Stück. Da ist ja wirklich Mending drauf. Ich schwöre dir, es wird Mending drauf sein. Zwei. Bitte Mending. Bitte Mending. Fireprot? Ja, auch okay. Und? Mending! Niemals! Niemals! Da... ist das krass? Bro, einfach Mending. Und das Schöne ist, das hier ist die besondere Chestplate, die ich seit Ewigkeiten halt auch dabei habe. Das ist die, aus der Mansion. Damit nur noch zwei Items. Der OP-Gap nur noch aus der Treasure-Bastion und aus der Bridge-Bastion der Helm. Brauchen 13 Level. Ist machbar. Kriegen wir hin. So, erst einmal wichtiger emotionaler Moment. Wir haben eine Prod 4 Mending Chestplate. Und das ist vor allem eine emotional für mich sehr wichtige, denn diese stammt noch immer aus einer Woodland Mansion und war damals die Chestplate, die uns ein bisschen gerettet hat. So, ist das eine Bridge? Oder bin ich ein kleiner Quatschkopf? Es ist eine Bridge! Jetzt kommt der Goldhelm. Der verzauberte Goldhelm. Ich hab's mir auch einfach mal verdient. So, kurzer Prozess, direkt... Leute, es läuft! Krasse Kiste, Real Talk. Aber nicht so wirklich das, was ich wollte. Aber es gibt ja noch mehr Kisten. Und zwar diese hier. Und zwar hier. Ach Leute, verzauberte Goldschuhe, ernsthaft? Dritte Kiste. Unverzauberter Goldhelm. Es ist zum Mäusemelken. Wieder drei Kisten und kein Helm. Leute, es ist ein großer und besonderer Moment für unser Projekt. Denn wir machen, weil wir jetzt halt eben Mending auf der Chestplate haben, eine Sache, die fühlt sich gut an. Das ist die OG Chestplate, die wir so lange schon dabei haben. Diese wird jetzt geupgradet auf Netherite. Damit haben wir vier verschiedene Rüstungsteile an. Wow. Aber es ist halt wesentlich cooler. Wenn ich jetzt nochmal eine Dia Chestplate finde mit Unwrecking 3, dann haue ich die einfach auch mit einem Netherite Ingot. Wir haben ja eh so viele. Nochmal hoch und dann kombiniere ich die. Geil, Bridge Bastion. So, jetzt halt einen Goldhelm. Einfach mal abhaken und dann nur noch full All-In-Konzentration auf Treasure. Das wäre ehrlich gesagt mein größter Wunsch. Alright, Goldhelm. Schade. Und die Kiste kann es für uns haben. Come on, Goldhelm, verzaubert. Boah, es ist echt anstrengend. Naja, schade. Das ist eine Bridge. Und da wollen wir noch ein bisschen was hinbekommen. Und dahinter eine Treasure. Traumhaft. Damit werden wir es jetzt abhaken. Wir holen uns jetzt einfach den Goldhelm, verzaubert, hier aus der Bridge. Und dann geht es direkt in die Treasure zum OP-Gap. Und dann ist die Bastion fertig. Stellt euch das einfach mal vor. Dieser Ablauf jetzt. So, dann zeigt mal her. Ach, Leute. Okay, rein geht's. Hoffen wir mal auf eine Doppelkiste. So schnell wie möglich den Spawn abbauen. Alter. Alter, der hat mich von da gejumpt. Hose, 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 Hose. Ich brauch so dringend eine neue Hose, Alter. Bitte. OP-Gott-Apfel. Oder eine Dia-Hose verzaubert mit Mending. Okay, aber zwei verzauberte Dia-Teile sind schon mal Hoffnung. Erstmal Helm, Mending. Und...
Wie schrecklich, wie schrecklich. Das habe ich nicht verdient. Die nächste Bridge. Goldhelm verzaubert. 3, 2, 3, 2, 1. Bumm! Frostwalker. Das sieht so illegal aus, in einer Bastion Frostwalker-Boots zu bekommen. Oh. Oh. Es gibt, glaube ich, nur eine Kiste. Ärgerlich. Treasure-Bastion! Boah, ich habe Hunger auf eine Bastion. Auf eine leckere, leckere Bastion. Doppelkiste unten. So, super Posi. Und wir gehen und gucken mal rein. Aber first things first. Doppelkiste macht aber doppelt viel Spaß. Alter. Ich sag ehrlich, Magma-Cubes sind anstrengender als die Brutes. So, Leute. Na, dann holen wir uns den OP-Goldapfel. Und gerne auch Mending für einen Helm, Mending für eine Hose. Verzauberte Rüstungsteile generell gern gesehen. Boom. Okay. Unverzauberte Dia-Chestplate. Aber vielleicht hier. Wow, 2 Netherite-Ingots. Wir haben viel zu viel Netherite. Das sind 19 insgesamt. Ich brauche nicht so viel. Alright, weiter geht's. Bridge-Bastion. Super. Oh, das ist die Doppel-Bridge-Bastion. Sehr, sehr nice. Come on, bitte. Schade. Aber wir haben wenigstens mal wieder 2 Kisten. Lodestone-Kiste. Ich sag, wenn, wird es in der Lodestone-Kiste sein. Yep. Oder eben gar nicht. Holen wir uns noch eine Kiste. Und zwar hier. Doppelter Eisenblock, kein Goldhelm. 3 Kisten, kein Erfolg. Oh, da ist nicht nur sogar eine Bridge, sondern da ist sogar noch eine Treasure. Das ist natürlich nochmal doppelt geil. Mit den beiden könnten wir eventuell jetzt die Bastion direkt beenden. Ist nur sehr unwahrscheinlich, aber es ist rein theoretisch möglich. Alright. Dann zeigt mir, was haben wir in der Kiste? Nee, das war's noch nicht. Nada. Hier ist nichts mehr. Egal. Bridge-Bastion immer noch nicht fertig, aber gibt Schlimmeres. Definitiv Schlimmeres. Alright. OP-Gap. Ich bin ready. OP-Gottapfel oder Mending-Rüstung? Bitte. Ich habe so viel Netherite. Oh, Bridge-Bastion. Fast übersehen. Auf geht's. So, hier haben wir auf jeden Fall eine Kiste. Oh, Bro, ist halt unfassbar schrecklich, dass das hier in einem Basalt-Delta so gespawnt ist. Come on. Bitte. Oh! Niemals! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Unbreaking 1, dieser blöde Goldhelm. Er hat so lang gedauert. Oh mein Gott, wie viele Bridge-Bastionen habe ich gelootet? Oh mein Gott, es ist nur noch ein Item. Und es ist der OP-Goldapfel. Wir sind mal wieder an dieser einen Stelle angekommen, Projekt. Das letzte Item, das in einer Kategorie fehlt, ist ein OP-Gap. Wahrscheinlichkeit 5,9%, ein bisschen angenehmer. Okay, schon mal gut. Aber ihn gibt es nur in Treasure-Bastion. Das bedeutet für uns, jede Bastion, die wir sehen, wenn sie keine Treasure ist, kann geskippt werden. Aber wenn wir allein für dieses 11%ige Item so lang gebraucht haben, naja, dann bin ich aber auch sehr, sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht mit einem Item, das durchaus wahrscheinlicher ist. Naja, mal sehen. Aber das ist doch schon mal ein super guter Erfolg. So können wir auf jeden Fall weitermachen. Oh mein Gott, es ist ein Traum. Endlich. Ich habe nicht mehr dran geglaubt. Ich habe wirklich nicht mehr dran geglaubt. Und das Angenehme ist, unsere Koordinaten sind auch fast bei 0,0. Wir sind einfach bald wieder zu Hause. Wenn es halt, also, ja, wenn es halt ein Zuhause gibt hier in diesem Projekt. Alright. Das ist eine Trashy. Eine trashige Treasure. Wir hatten gestern nicht eine. Checkt ihr das? Wir hatten gestern nicht eine einzige Treasure-Bastion. Ich bin jetzt 6 Minuten in diesem Stream und wir finden sofort eine. Und das ist ein Zeichen. Also, Leute. OP-Gap. Eine Kiste. Kann aber auch reichen. Und zwar in 3, 2, 3, 2, 1, BUM! Oh mein Gott. Aber der doppelte Dia-Helm, die doppelte Möglichkeit, Mending oder vielleicht auch Unbreaking zu bekommen. Einmal. Aua. Und zweimal. Katastrophe. Retalk-Katastrophe. Also ich könnte jetzt einfach einen mitnehmen, dass ich den reparieren kann. Aber Bro, es lohnt sich halt bei beiden Verzauberungen überhaupt nicht. Das ist nicht wert. Oh, die nächste. Treasure-Bastion. Ich dachte erst, das ist doch eine Bridge. Aber es ist die Treasure-Bastion Nummer 2 für heute. I'm ready. Gut, Treasure-Bastion. Come on, I'm ready. Am meisten Stress macht aber dieser große Magma-Cube. Seine Hitbox. Generell, die Hitbox dieser Kollegen ist so unfassbar krass. Aber ich glaube, wir haben Double-Chest-Room. Doppelte Kiste, doppelte Chance. Doppelte Chance auf OP-Gap, doppelte Chance auf halt nützliche Items. Bitte, bitte, Leute, jetzt mal ernsthaft. Mach einen Haken hinter, fertig, Feierabend, Bastion abgeschlossen.
2 Netherite Ingots ist halt echt auch krass immer wieder. Jetzt haben wir 18. Und hier ist aber jetzt drin! Ja, Diamanten immer gerne und so, ne? Ist alles schön und gut, Bro. Mann, Bro, wir haben umgerechnet 24 Netherite Ingots. Treasure Bastion, the next one. Oh, es ist wieder eine Double Chest. Wieder die große, große Möglichkeit. Ich bin so bereit. OP Godapfel. Okay, aber verzauberte Teile. Chestplate, kein Unbreaking. Mending, bitte Mending. Nein. Aber hier! Nee. Boah, die Verzauberungen sind es halt wirklich gar nicht, ne? Wir werden diese Treasure-Bastion, ich sag euch ehrlich, wir werden sie bezwingen. Wir werden sie knacken. Aber ich weiß nicht, wie lange es noch dauern soll, Bro. Real Talk. Bro, ich schwöre, das ist das große OP-Gold-Apfel-Projekt. Oh mein Gott! Das ist heute das große Treasure-Bastions-Projekt. Direkt die nächste. Vamos. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber es läuft. So. Wieder Doppelkiste. Only Doppelkisten-Treasure-Bastion. 5,9%. Bumm! Bro, es ist immer nur Fire Protection, Blast Protection, ne? Es bockt null! Okay, aber verzauberte Dia-Schwerter, da habe ich Hoffnung. Weil das hier ist noch nicht so gut. Wir haben... Oh mein Gott! Aber zumindest Prot 3, minimales Upgrade. Ihr checkt, was ich meine. Es will einfach nicht. Es sind nicht mal gute Verzauberungen. Das ist einfach nur gemein. Aber wir bleiben weiter dran. Wir bleiben weiter positiv. Und hoffen. Auch mal so ein Sharp 4 oder so reinpacken in die Kiste. Kann auch gern Sharp 5 sein. Oh mein Gott. Darauf habe ich gewartet. Treasure Bastions Jackpot. Single Chest. Eine reicht aber. Ich habe das nicht verdient. Come on, wenigstens gute Verzauberung. Bro, es gibt nur Fire Protection, Blast Protection, Projektil Protection, ne? Das ist wirklich skandalös. Egal. Ja, wobei, Real Talk, will ich überhaupt Fire Spec gerade? Es ist halt auch vor allem nur Fire Spec 1. Das Problem ist, die Level werden halt auf diesem Schwert dann immer teurer und teurer. Ich sag dir ehrlich, ich lass liegen. Treasure! So, wo ist jetzt die Bastion? Hier ist sie! Ich hab sie gefunden. Einfach jetzt Deckel drauf. Real Talk, jetzt einfach OP-Gap drin. Die nächste Treasure-Bastion ist da. Alle gucken sehr gespannt. Ich gehe erst an diese Kiste. Gutes Zeichen. Viel Obsidian. Ihr wart dabei, Leute. Alter, ist diese Kiste voll mit Stuff. Zweimal verzaubert. Mending. Oh, das finde ich sogar gut. Das ist okay. Das ist nice. Und... das ist das, was fehlt. Gut, 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 gut. Das ist in Ordnung. Das ist gut. Also, wir haben leider... ja, wir haben jetzt nicht den OP-Gap. Man merkt auch ein bisschen, dass ich echt nicht so sehr damit gerechnet habe anscheinend. Aber dann machen wir auf jeden Fall die Chestplate. Wir haben ja sehr viel davon. Sehr krasser Flex, das so zu machen. Aber wir graden halt unsere Chestplate auf diese Art und Weise ab. Gut, ja. Ja, das habe ich jetzt an der Stelle nicht so erwartet. Ja, okay, krass. Dann haben wir echt jetzt ein bisschen mehr mal wieder zum Kombinieren. Aber Respiration ist cool. Respiration gefällt mir. So, hoffentlich lohnt sich hier der kleine Ausflug. Mit der Kiste hier nicht. Aber, Leute, wir müssen Pfeile mitnehmen. Wir werden nämlich ansonsten demnächst nicht mehr an Pfeile rankommen. So lächerlich das klingt, ne? Aber wir müssen jetzt eigentlich einen Pfeil mitnehmen. Weil, wenn wir irgendwann mit einem Bogen spielen wollen, müssen wir die jetzt mitnehmen. Dann hauen wir hier wieder ab und suchen weiter. Oh ja! Also anderthalb Stunden nach einer zu suchen ist krass. Endlich, wir haben so viele andere Bastionen davor nur gesehen. Ich hoffe auf den großen Fund. Ja, unsere Gaps sind bald leer. Das ist aber auch gar kein Problem. Okay. Egal, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz wieder. Digga, diese Hitbox ist so dumm. Das Dumme ist halt jetzt auch kein Gap mehr zu haben für so einen Notfall. Ist echt ein bisschen dumm. Da musste rein. Gut, dann brauchen wir wohl einen neuen OP-Gap. Den holen wir am besten mal hier raus, oder? Oder eben auch nicht. Schade. Okay, die Reise geht weiter. Treasure Bastion! Oh mein Gott, ich habe 4 Stunden. Nee, ich habe 3 Stunden. Nein, ich habe fast 4 Stunden gebraucht seit der letzten. Oh mein Gott, it's been a long time. Doppelkisten! Raum! Alright, I'm ready. Bitte gib mir jetzt einfach den OP-Gap. Welche zuerst? Erst links oder rechts? Weil in einer von den beiden ist halt jetzt ein OP-Gap drin. Und wenn wir jetzt halt die aufmachen zuerst mit dem OP-Gap, dann können wir die andere nicht mehr looten. Zuerst links, okay. Dann gucken wir mal. Bumm! Sehr gut, Leute. Sehr, sehr, sehr gut. Er ist hier nicht drin. Da haben wir Glück gehabt. Weil er ist hier drin!
Das ist jetzt halt doof, ne? GG, go next. Und wir werden auch in die nächste noch gehen. Wir geben nicht auf, Leute. Wir geben nicht auf. Treasure Bastion! Jackpot! Random einfach in einer Wand. Random in einer Wand! Alright, Leute. Es ist wieder sehr nah an 22.40 Uhr. Come on. Boom! Oh nein! Niemals! Niemals wirklich! Das ist so dumm! Wieder mit dieser Uhrzeit? Es ist die Uhrzeit! Es ist die Uhrzeit! 5,9%! Wie lange haben wir dafür gebraucht? 32 Stunden für die Bastion gebraucht und wir haben den OP-Gap. Versteht ihr das? Es ist so ein gutes Gefühl. Wir sind fertig mit dem Nether. Wir haben den OP-Gap. Sie ist hier einfach abgehakt. Oh mein Gott, hat uns dieser OP-Goldapfel gequält. Generell 4 verschiedene Arten der Struktur. Das haut halt voll rein. Das war schon beim Dorf der ganz große Faktor, der uns gequält hatte. Weil dadurch gibt es halt spezifisch nur in manchen Arten ganz bestimmte Items. So wie beim Dorf mit der Fisherman-Hütte oder mit dem Cleric-Haus. Genauso war es halt hier auch schrecklich. Weil nur hier unten gab es eben so viele Items, für die wir so lange gebraucht haben. Und natürlich haben wir für den OP-Gap unfassbar lang gebraucht. Es fühlt sich so unfassbar gut an, das jetzt fertig zu haben. Und es wurde vor allem jetzt auch immer gefährlicher, denn wir haben echt Probleme gehabt. Wir sind in echt vielen Treasure-Bastionen in letzter Zeit oder auch auf dem Weg dorthin auf Probleme gestoßen. Aber sowas ist natürlich ein Traum, dass wir ihn jetzt einfach haben. Ich habe keine Ahnung, wie viele Bastionen das insgesamt waren. Wir haben das teilweise auch merkwürdig gezählt und auch die Kisten. Glaubt mir einfach, es waren so unfassbar viele. So unfassbar viele, dass ich jetzt am Ende nach diesen Bastionen hier stehe, dass ich mir am Ende 29 Netherite-Ingots machen kann und ich habe schon einige auch verbraucht. Das heißt aber auch leider, wir bekommen keinen Mending-Helm und auch keine Mending-Hose mehr. Dann müssen wir die halt wirklich mit Diamanten reparieren. Aber trotzdem haben wir Netherite, Diamond Stuff. Es ist so unfassbar gut. Nie wieder haben wir Stress mit dem Nether. Denn wir müssen an sich nie wieder eine Struktur hier looten. Wir müssen irgendwann nochmal hier zurück, um Blazes zu farmen, das stimmt. Aber trotzdem haben wir erstmal unsere Ruhe. Und das heißt für uns, wir stellen jetzt unser Portal auf und gucken, wo wir rauskommen in der Overworld. Leute, ihr wisst gar nicht, es ist halt so unfassbar lang her. Auch krasser Flex, aber wir machen es einfach mal damit. Wir brauchen es eh nicht mehr. Wir sind endlich wieder frei! Und so sieht es in der Overworld aus. Lass uns bloß hier raus. Ich möchte unbedingt wieder Wasser. Wie lange hatten wir kein Wasser mehr? Oh mein Gott, wie schön. Wie schön. Es ist ein Traum. Und wir sind nicht gestorben bei der ganzen Bastionsaktion. Es ist so gut. Jetzt alles schön und gut. Wir haben unseren OP-Gott-Apfel. Wir haben die Bastion fertig. Aber trotzdem stellt sich jetzt einfach die Frage, was steht jetzt auf dem Plan? Und wenn ich auf den Plan gucke, haha, da sind noch 8 Strukturen übrig. Davon sind aber tatsächlich viele ziemlich große Brocken. Ancient City, End City, Dschungelpyramide, ein Mineshaft, eine Tri-Chambers, ein Stronghold und ein Monster Room, aka Spawner, mit einem OP-Gap. Oder auch zum Beispiel mit einem OP-Gap auch hier mit 1,4%. Oder eine Ancient City mit einem Silence Armature mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,2%. Eine Sache habe ich aber extra ausgelassen. Und zwar den Kollegen hier. Die Ocean Ruine. Das sieht ein bisschen, naja, das sieht echt noch nicht so krass aus. 4,3% auf den seltensten Items. Es sollte eigentlich machbar sein. Und dementsprechend machen wir erst einmal ein bisschen Urlaub. Wir machen ein bisschen und kümmern uns darum, diese kleinen Items aus Ocean-Ruinen mal ranzuholen. Wir haben ja immer noch Deathstrider an, wir haben immer noch unsere Leinen und das sollte an sich für uns alles kein großes Problem sein. Und dementsprechend kümmern wir uns darum, die Ocean-Ruinen fertig zu bekommen, ohne dass das eine große, große Aktion wird. Falls ihr euch fragt, wie eine Ocean-Ruine genau aussieht, wir können dann den kleinen Trick anwenden. Und zwar sehen wir, wenn wir den perfekten Winkel halten, schön viel vom Ozean. Das sieht einerseits sowieso schön aus mit dem Korallenriff, aber wir scannen jetzt ganz genau nach Ruinen, die unter Wasser von Drowns bewohnt werden. Die gibt es in 2 verschiedenen Variationen, einmal in warm und einmal in kalt, besser gesagt neutral. Und dort finden wir dann auch zum Beispiel Suspicious Sand oder Suspicious Gravel. Ocean Ruine Nummer 1! Und um euch das Ganze mal so ganz kurz zu erklären, wir haben in diesen Teilen halt auch immer wieder Drowns. Wir haben halt zum Glück aber mittlerweile unseren Respiration Helm. Und hier gibt es eben immer wieder Kisten. Diese Kisten, ich glaube, jede kleine Ruine hat eine eigentlich.
Ja, es gibt wirklich immer wieder eine. Und dort können verschiedenste Sachen drin sein. Und wir starten direkt mal mit... Mit 4 Sachen. Wir haben einerseits die verzauberte Angel. Ja, die ist jetzt nicht so geil. Die Steinaxt, erste Kiste, danke. Kohle, Rotten Flash. Also direkt 4 von 12 Sachen. Ist natürlich ein Traum. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese 4% Dinger, dass die halt ein bisschen länger dauern werden. Aber ganz ehrlich, wir werden die halt schnell finden. Da bin ich eigentlich ziemlich guter Dinge. Wir machen weiter direkt mit... Nochmal dem Emerald und der Leder-Chestplate. Und da haben wir das erste 4% Item. 4,3% auf der Leder-Chestplate. Das ist natürlich ein Traum, ne? Also da kann es gerne immer so weitergehen. Und schon sind wir bei der Hälfte der Struktur. Ich habe nur leider keine Ahnung, wie das jetzt bei dem Kollegen hier ist. Hier gibt es, glaube ich, bei dem größeren Häuschen keine Kiste. Kann es sein? Dann aber hoffentlich da drüben. Zeig mal her, die nächste Kiste. Und direkt nochmal Weizen. Das hat eine 81%ige Wahrscheinlichkeit. Da können wir auf jeden Fall uns ein bisschen beruhigen, aber trotzdem natürlich ein nicer Fund. Und hier kann es wohl auch, ich weiß nicht genau, nein, es kann doch nicht, oh mein Gott, doch, unterm Sandstein haben wir eine Kiste. Und ich glaube, das müsste dann die Big-Ruin-Kategorie sein, oder? Okay. Allererste Ocean-Ruine. Wir haben direkt 7 Items von 12. Also ich glaube, da werden wir auf jeden Fall Spaß mit haben. Und das wird in einem guten Tempo gehen, das Ganze. So, zeig mal her, wie viel brauchen wir? Ja, 11 Level. Tut natürlich ein bisschen weh. Aber das machen wir. Einfach, damit wir ein bisschen wieder stabileren Stuff haben. Weil, Leute, ich weiß nicht, ob euch das vielleicht auffällt. Wir sind... halt ehrlich, reich. Machen uns die Netherite-Hose und auch den Helm. Vielleicht finden wir ja noch bessere Bücher mit der Zeit. Aber so können wir uns erstmal stabil gönnen. Mit unseren Goldschuhen, die wir halt auch schon seit Ewigkeiten immer wieder dabei haben, passen die aber super gut auch mit den Armor-Trims. Boah, das sieht ernsthaft richtig, richtig stylisch aus. Ich mag's sehr. Dann sind wir jetzt auch einmal noch ein bisschen besser rüstungstechnisch unterwegs und können uns jetzt erstmal wieder voll und ganz auf die Ocean-Ruine konzentrieren. Let's go, auf geht's. Da haben wir eine Ocean-Ruine. Ocean-Ruine Nummer 2. Muss aber dazu sagen, hält sich natürlich in Grenzen in der Größe, aber in der Kleinen gibt's auch noch Items, die wir brauchen, glaube ich. Aber leider nichts, das wir hier brauchen. Ocean Ruine Nummer 3, das ist das, was wir brauchen. Das hier müsste die große sein, wo es vermeintlich ein bisschen mehr Stuff gibt, immer für uns. So, Kiste. Ich brauche einmal eine Karte. Das ist stylisch. Das ist sehr, sehr stylisch. Die Karte bringt mir aber leider nichts mehr, weil, naja, die Buried Treasure haben wir ja schon durch. Jetzt heißt es nur noch 4 Items. Eines davon kann nur in der Small Ruine sein. Ansonsten sind die letzten 3 nur Big Ruine. Aber das war zu erwarten, dass wir halt wirklich mit dieser Struktur nicht lange brauchen werden. Aber daran kann ich mich auch erinnern, ab und zu mal so einen Goldhelm hier so gefunden zu haben. Mal sehen, wie lange er auf sich warten lässt. Das müsste hier eine Big-Ruinen-Kiste sein. Wie gesagt, gerne verzauberte Bücher, gerne auch ein paar mehr. Aber erstmal ein Goldnugget. Goldnugget hat eine Wahrscheinlichkeit von 81%. Da kann man ja fast schon mal als kleines Event machen. Einen Full-Gold-Beacon nur aus Ocean-Ruinen-Nuggets. Nein, das werden wir nicht tun. Dann machen wir direkt weiter mit... mit dem Goldhelm. Alright. Ja, unfassbar gut. Unfassbar gut. Damit fehlen... Leute, es ist ein Traum, wenn es immer so laufen würde. Nur noch 2 Items. Eines davon ist ein Goldapfel. Das heißt aber für uns im Umkehrschluss, wir können alle Ocean-Ruinen, die gar nicht erst so ein großes Abteil haben, einfach links liegen lassen. Denn wir müssen nur in die großen. Ich spiele mal extra mit Fulbright, damit ihr in den Videos mehr sehen könnt. Das Gute ist, dass ich ohne sie leichter finden kann. Denn das, was leuchtet, ist immer eine Ocean-Ruine. In dem Fall können wir das mal gerne abchecken. Aber ich glaube, keine von denen hier geht durch als große. Aha, da sehe ich doch eine große. Die ist sogar über der Wasseroberfläche. So, hier haben wir mal wieder eine große Ocean-Ruine. Eindeutig, weil halt die Kiste innerhalb von einem großen, ne? Zeig mal her. Okay. So, einmal hier nochmal runter. Große Ocean-Ruine. Zeig mal her. Okay. Aber guck mal da vorne. Da haben wir die nächste große Ocean-Ruine. Ich mache jetzt vielleicht doch meinen kleinen Vortrag. Es gibt 4 verschiedene große Ocean-Ruinen. Und zwar einmal diesen Torbogen, dann einmal der Brunnen, die 4 Bögen und einmal Quadrate, also quadratisch runde, zentrierte Fläche. Diese 4 sind die, die wir suchen in warmen Biomen. Dort haben wir immer eine versteckte Kiste. Bei den Gravel-mäßigen, also neutralen Ocean-Ruinen, haben wir eigentlich die Kiste in den großen Ocean-Ruinen immer offensichtlich direkt zu erkennen. Und hier müsste, boah, ich glaube, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, hier an der Seite müsste die Kiste sein. Ich habe es mir richtig gemerkt. Und zwar haben wir auch ein verzaubertes Buch. Es fehlt nur noch ein Item.
Und es ist ein Apfel. Kein OP-Gott-Apfel, aber ein Goldapfel. Dass wir wieder in so einer Situation sind und diese Ansicht zu haben, macht Angst. Aber das Gute ist, es kann rein theoretisch hier unfassbar guter Stuff drauf sein. Vielleicht auch ein Mending-Buch. Gut, das ist das absolute Gegenteil von dem, was ich finden wollte. Aber ich würde es nicht schlecht finden, wenn wir vielleicht vorher nochmal ein verzaubertes Buch finden. Gerne verzaubertes Buch und einen Goldapfel. Oh, jetzt will ich auch ein bisschen zu viel. Nächste große Ocean-Ruine. Ich bin ready. Ja, das war nichts. Oh, größere Ocean-Ruine. Na, wobei, könnte das als groß zählen? Oh, ja. Das zählt als große Ocean-Ruine. Ich war unsicher, weil wir gerade in den neutralen Biom wieder sind. Back-to-back verzaubertes Buch. Und zwar, wir haben diesmal Imparling 3. Das ist besser als Mending. Das ist besser als Knockback 1. Ja, das ist aber eigentlich auch nichts, was wir behalten sollten. Oh, aber da ist direkt die nächste. Vielleicht Back-to-Back-to-Back verzaubertes Buch. Und hier haben wir auch teilweise, sieht auch immer sehr besonders aus, Lila Glaze Terracotta. Das kann natürlich so spawnen, ja. Aber leider kein Goldhelm. Suche geht weiter. Weiter geht es. Die nächste Ocean-Ruine in groß mit keinem Goldapfel. Es sind nur mal 5%. 5% muss man respektieren. Die ganzen Drowns bringen mir aber auf jeden Fall nochmal schön leckere EP, die ich dankend mitnehme für meine Spitzhacke. Ich suche gerade schon wieder Ewigkeiten an dieser großen Ocean-Ruine und ich finde sofort, ihr müsst euch immer an der Sea Lantern orientieren. Das ist ein guter Tipp und auch ein kleiner Trick. Ja, für Goldäpfel habe ich aber noch keinen Trick. Alright, da haben wir zwei Ocean-Ruinen, das ist so geil, ne? Also wenn die eine Sea-Lantern haben, dann ist das, by the way, eine große Ruine. Dann wissen wir, dass es dort einfach eine Kiste gibt. Hier eine, hier eine, hier eine. Drei Stück. So, ich bin ready. Verzaubertes Buch. Okay, das dritte. Und jetzt haben wir wirklich einen Kracher. Also da kann halt wirklich alles mögliche Brauchbare drin sein. Also jetzt wirklich von Knockback 1 zu Prochprot 1 zu Imparling. Krass. Also, im Topspeed kümmern wir uns gerade um die Ocean-Ruinen. Jo, hier ist sie doch. Bin Experte mittlerweile darin, sie zu finden. Aber wirklich kein Experte darin, die Items zu finden, die ich brauche. Es ist aber auch was, es hat ja auch was mit Glück zu tun, muss man dazu sagen. Alright, es ist fast 22.40 Uhr. Ihr wisst, was diese Uhrzeit bedeutet. Und wir haben eine Ocean-Ruine vor uns, eine große. Wenn es wirklich jetzt da drin ist, dann stimmt was nicht. Damit wir geglaubt wird, es ist wirklich 22.40 Uhr, alright? Ihr checkt das. Wir holen den Gap. Wenn der da jetzt drin ist, Leute, das glaubt uns keiner. Wir waren an der schon. Wir waren an der vorhin. Fail. Ja, gut. So. Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem zu meinem Chest Opening in Minecraft. Zeig mal her. Feierabend jetzt. Ja, okay, Minecraft. Nochmal ein richtiges Zeichen setzen, ne? Ich hab's schon vermisst und hab mich schon fast gefragt, wann ist es eigentlich mal wieder so weit? Diese Woodland Mansion ist ja auch wirklich traumhaft schön da in die Ecke geklemmt. Ich habe keine Ahnung, wievielte das jetzt insgesamt ist. Und ich suche eigentlich gerade einen Ozean für Ocean-Ruinen. Aber dass ich selbst auf der Suche nach irgendwelchen Strukturen, die es nur im Wasser gibt, eine Woodland Mansion finde, ist eine krasse Sache. So, oh. Das ist auch eine große Ocean-Ruine. Moin, moin, Jungs. Ich will gar nicht groß stören. Aber habt ihr vielleicht einen Goldapfel für mich? Ich hab Hunger. Nö, kein Problem. So, große Ocean-Ruine. Nö, aber ein Goldhelm. Juhu. Okay, der Kollege ist gut versteckt. Und verzaubertes Buch. Kollege, bitte mal was Gutes. Ich hab mir das jetzt mal mittlerweile verdient, alright? Bupp. Aha, das habe ich mir verdient. Unbreaking DOS. Das ist ehrlich richtig, richtig gut. Und ich glaube, ich sollte das... Boah, ich könnte es auf die Spitzhacke packen. Dann hätte ich eine FE4 Unbreaking 3. Aber ich glaube, ich muss das auf den Helm machen. Ja, damit wir den Helm nicht so schnell verlieren. Weil der sieht ein bisschen so aus, als ob der leidet. Alright, durch das Unbreaking 2 Buch. Big, big Jackpot. Unser letzter Anvil ist leider verloren gegangen. Haben wir jetzt auch die Möglichkeit, unseren Helm bald abzugraden auf Unbreaking 2. Und das eben nur durch Ocean Ruin. Jackpot, sehr geil. Okay, es wird langsam Zeit. Da haben wir den Goldapfel in der Kiste. Ich manifestiere es ein weiteres Mal. Meine Damen und Herren, es freut mich sehr, mit euch dieses Projekt zu spielen und immer wieder gemeinsam solche wunderbaren Momente zu erleben, indem es immer wieder die finalen Items gibt. 3, 2, 3, 2, 1, Goldapfel. Feierabend, ja, okay. Ja, komm. Wir machen weiter. So, wir haben jetzt genügend Level für, Achtung, Unbreaking
auf unserem Helm. Ist leider nur Unbreaking 2, aber lieber Unbreaking 2 als Unbreaking 0. Und damit sind mal wieder 17 Level weg. Aber der Helm kann dafür erstmal noch ein bisschen länger aushalten. Dann hoffen wir, dass wir später vielleicht noch ein paar weitere Bücher finden. Und dann geht's ab. Oh, Ocean-Ruine unter mir. Und verzaubertes Buch ist schon immer eine ganz gute Sache. Mending. Oh mein Gott! Das ist Big Jackpot. Infinity Power 5. Dieses Power 5 Buch schimmelt da seit Jahren schon rum. Das ist richtig, richtig geil. Alter, die Ocean Ruinen gönnen uns den Guest. Also geben uns halt ernsthaft den besten Stuff of all time. Das ist richtig gut. Ich sag ganz ehrlich, underratete Struktur. Die haben so guten Loot. 21% für ein verzaubertes Buch. Ihr müsst da häufiger reinlooten. Nächste Kiste. Ich werde nicht aufgeben aus dem Big Drown. Ich habe keine Zeit. Ich habe wirklich keine Zeit. Ich muss hier wirklich meine Kiste finden, Bro. Das sollte eigentlich eine schnelle Struktur sein, die wir schnell abhaken. Alles geht nach hinten los. Bitte, Minecraft. Bitte, bitte, bitte. Och, Mann. Wir brauchen einen Ozean. Und da kommt ein Ozean. Es ist 22.38 Uhr. Es wird mystisch. Es wird besonders. Die nächste Ocean-Ruine, die wir sehen werden, wird uns den Big, Big Jackpot bringen. Guck mal, wie die alle das beschützen. Die wissen ganz genau, dass hier was ist. 22.40 Uhr, Kiste. 3, 2, 3, 2, 1, boom. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Moin, Jungs. Ich will ganz gerne einen Goldlöffel mitnehmen. Habt ihr da noch was im Angebot? Ich biete euch Netherite. Ganz viel Netherite. Du könntest der coolste sein mit Netherite-Rüstung. Okay, ein verzaubertes Buch nehme ich aber auch mit. Ja gut, das ist jetzt halt lustig, aber jetzt halt, naja, wie soll ich halt sagen? Nicht unbedingt das, was ich jetzt halt nochmal wollte. Aha, gefunden habe ich dich. Unter Diorite, Bro, die ist versteckt. Wie weiß ich nicht, was für ein großer Schatz. Pass auf, 3, 2, 3, 2, 1, whoppa! Ich sag jetzt eine Sache. Damit werden wir uns etwas so Krasses jetzt verzaubern können. Und zwar mit... Oh mein Gott, es ist passiert! Mending-Buch. Das ist so big. Sehr, sehr, sehr big. Denn unser Helm ist bald kaputt. Also ernsthaft, wir müssen den halt reparieren. Und mit einem Mending-Buch geht das sehr, sehr gut. Bro, Ocean-Ruinen sind echt geil. Also mit den Büchern haben wir echt teilweise Sachen bekommen, die sehr, sehr, sehr geil gönnen. Jetzt brauche ich dann auch mal ein bisschen Essen. Und dann schnappe ich mir jetzt auch noch mal ein bisschen Weizen aus den Kisten. Weil unsere Goldkarotten langsam zu Ende gehen. So, moin moin Jungs. Also verzauberte Bücher, damit läuft es halt echt super. Aber ich bin eigentlich auf der Suche nach was anderem. Und zwar... Unbreaking 3. Ich habe nie was gesagt. Das scheppert richtig rein, Leute. Unfassbar gut. Wir haben Unbreaking jetzt auch mehrmals schon auf 1. Wir haben Unbreaking 1 gefunden, Mending gefunden, Infinity bekommen. Aber jetzt natürlich Unbreaking 3. Traumhaft. Aber ich glaube, Bogen ist erst... Also Bogen sollte erstmal das Schlauste sein, was ich machen kann. Jetzt natürlich die Frage für Inventarplatz. Glaube ich, knall ich das direkt drauf. Auch wenn es mich wieder Level kostet und ich eigentlich auf die 33 kommen möchte. Aber Level auf 16 ist sowieso immer einfacher. Und kostet eh jetzt nur 4 Level. Dann haben wir hier unser Super-Duper-Buch für den Bogen. Sehr stabil. Warte mal. Hä? Das ist also das? Das verstehe ich nicht ganz. Sind da zwei Ocean-Ruinen ineinander gespawnt? Und dann auch noch perfekt übereinander? Weil es gibt keine Ocean-Ruine mit zwei Kisten. Das sind, glaube ich, beide jeweils kleine. Also jetzt bin ich aber auch... Also das verwirrt mich. Das ist besonders. Ja, das ist einmal und das ist zweimal. Einfach mal zwei Kisten. Warum auch nicht? So, dann nochmal hier, hier und hier. Und Level 33 wurde erreicht. Das hat ganz schön lange gedauert, aber damit sind wir in der Lage, unseren Helm zu vervollständigen und können den jetzt endlich wieder aufsetzen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass er gleich zerstört wird. Denn mit Mending wird er wieder repariert und wir können wieder fleißig anfangen, Monster zu töten, um ihn aufzufüllen. Aber ja, ihr seht selber, da haben wir erstmal auch den Helm secured. Das heißt, bis auf die Hose, bei der noch Mending fehlt, sind wir super, super stark equipped. So, moin, moin, Jungs! Wie sieht's denn aus? Ich habe aktueller Stand 7 Brote, 5 OP-Gaps, aber langsam wird mein Essen knapp. Habt ihr vielleicht was im Angebot für den Basti? Sowas wie eine Art Goldapfel, so ein bisschen, ne? Bisschen was Gesundes, Goldenes, Stabiles. Wie sieht's denn aus? Dankeschön! Jawohl, der passt perfekt.
zu meiner Diät. Oh mein Gott, ihr seid die Besten. Jungs, lasst uns das gemeinsam feiern. Hilfe, das... Okay, werden ein bisschen viele. Haha. Leute, wir haben diesen Goldapfel 4,3% endlich abgehakt. Ich habe keinen Überblick. Ihr habt die Anzeige. Ich muss mal ganz kurz diesen Gap direkt mal essen. Ihr habt ja die Anzeige, wie viele Ocean-Ruinen das am Ende dann insgesamt auch waren. Insgesamt waren es 90 Ruinen. Und ihr wisst selber, wie schnell wir mit den kleinen Kisten durch waren. Das heißt, wir können ja bestimmt so davon ausgehen, 70, 80 Ocean-Ruinen in groß haben wir gelootet. Das heißt, ein Item mit einer Wahrscheinlichkeit von 4,3%. Ich habe dafür so 80 Kisten gebraucht. Das ist echt nicht so gut, wenn Items mit 4% schon solche Probleme machen. Das klingt ja sehr, sehr gut, wenn man vorhat... Ich darf es eigentlich gar nicht sagen. Das klingt ja sehr, sehr, sehr gut, wenn man vorhat, jetzt an einer Struktur zu arbeiten, welche unter anderem Items mit einer Wahrscheinlichkeit von 1% hat. Mit 1,2%, um genau zu sein. Ich habe nicht ohne Grund diese Spitzhacke wieder voll geheilt. Denn wir werden eine Spitzhacke brauchen. Erstmal nochmal ganz kurz hier zu erwähnen, das Projekt geht gut voran. Wir brauchen nur noch 7 Strukturen. Aber die 7 restlichen Strukturen, die ihr auf der linken Seite seht. Ancient City, End City, Dschungelpyramide, Mineshaft, Shrine Chambers, Stronghold und Monster Room, also der normale Spawner. Die haben alle es in sich. Wir haben keine Leichte mehr übrig. Und die Sache, die ich jetzt angehen möchte, ist eine der vielleicht mit schwierigsten. Ich möchte mich um die Ancient City kümmern. Die Ancient City, da lächelt uns ein OP-Gap an. Aber bevor ihr euch alle aufregt, dieser OP-Gap, der wird uns nicht so krasse Kopfschmerzen machen. Denn den findest du schon mit einer relativ stabilen Wahrscheinlichkeit. Mit 8,4% in der Kiste ist das easy. Wir haben auch teilweise in Ancient Cities halt echt viele Kisten. Also in einer Ancient City kannst du davon ausgehen, 10, 15 oder auch mal sogar 20 Kisten zu haben. Das heißt, innerhalb von einer oder zwei Ancient Cities hast du eigentlich diesen OP-Gap drin. Was das größte Problem ist, sind die beiden Armor-Templates. Das Sword-Armor-Trim mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% ist das schon ein krasses Ding. Und das Silence-Armor-Trim. Der Kollege hier, der eine Wahrscheinlichkeit von 1,2% hat. Das ist das seltenste Item, das wir in diesem Projekt bis dato gesucht haben. Ja, es ist nochmal seltener als der OP-Gap aus einer Woodland-Mansion etc. Was aber sehr, sehr geil ist, ist, wir haben krass verzauberte Dia-Hosen. Also Mending, Unbreaking 3 und Protection 4 wird kein Problem sein. Und wir haben noch keine Prot 4 Mending-Hose. Wir bekommen wieder viele OP-Gaps. Wir bekommen sehr viele verzauberte Bücher mit super guten Verzauberungen. Wir bekommen Essen. Wir bekommen Haken, mit denen wir halt Skalkan holen können, um Level zu farmen, wenn es jedenfalls funktioniert. Es könnte sein, dass wir vielleicht keine Level gedroppt bekommen. Trotzdem würde sich das Ganze lohnen. Wir gehen rein in diese Struktur. Und zwar die Ancient City, die antike Stadt, wird angegangen! Oh mein Gott, es ist so dumm! Denn es wartet darauf... Also, wir haben halt noch ein kleines Problem, was ich jetzt nicht so erwähnt habe. Es kann jederzeit ein Warden spawnen, der uns töten kann. Innerhalb von wenigen Sekunden. Deswegen sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Aber wird schon gut gehen. Es wird schon gut gehen. Ich habe mir auf der Suche nach den ganzen Ocean-Ruinen auch schon mehrere Koordinaten aufgeschrieben und gemerkt, wo ich hohe Berge gesehen habe. Denn wenn ihr euch fragt, wie findet man eine Ancient City? Ancient Cities findest du in einem Deep Dark Biom. Ausschließlich. Und zwar mit einer hohen Wahrscheinlichkeit unter Bergbiomen, wie unter anderem Stony Peaks, Snowy Slopes, Grove Biom, Frozen Peaks. Unter diesen richtig krassen Bergen hast du oftmals eine Ancient City. Da gehen wir jetzt halt hin und hoffen, dass wir das hinbekommen. Und wir werden zeitgleich auch, by the way, das Achievement, worauf wir echt lange schon warten, Adventuring Time fertig bekommen. Denn das einzige Biom, was wir noch nicht betreten haben, in diesem Projekt fast über 9 Tage, ist Deep Dark. Also die Wahrscheinlichkeit, dass hier eine Ancient City drunter ist, ist jetzt nicht super, super hoch. Aber es ist schon gut wahrscheinlich, weil es ist jetzt nicht ganz groß, dieser Berg. Es gibt manchmal so wirklich riesige Biome, da kannst du schon sehr stark davon ausgehen. Wir werden sehen, wie hier die Erfolgschancen für uns stehen. Es wird, by the way, auch ein unfassbarer Krampf, sich wieder hochzubauen. Denn also, ich habe keine Blöcke zum Hochbauen. Das heißt, wir müssen entweder schwimmen. Wasser wird aber in diesen Biomen immer wieder zu frieren, was ein bisschen doof ist. Aber naja, wird schon. Ja, und wie das jetzt funktioniert, wo spawnen Ancient Cities? In der Regel... Okay, das war wirklich das Letzte, was uns gefehlt hat. Deep Dark, Adventuring Time. Und wir haben richtig schön Level bekommen. Auch geil. Sehr, sehr gut. Es funktioniert ganz genau so. Du baust natürlich ein Deep Dark. Das ist halt auch schon auf positiven Y-Koordinaten. Aber die Ancient City ist in der Regel so bei minus 40, minus 30. Und du musst eben in, ja, etwas tiefere Regionen dafür. Das heißt, du kannst davon ausgehen, wenn du bei minus 50 nichts gefunden hast, dann ist da halt auch nichts mehr. Wie gesagt, jetzt hier bei dem Berg, den wir jetzt gefunden haben, hatten wir jetzt keine Garantie. Ich
Ich meine, wir treffen nicht mal auf das Deep Dark, das es hier gibt. So, wir hören hier auf jeden Fall etwas. Hier werden wir halt einen Deep Dark haben. Aber ein Deep Dark allein reicht halt nicht. Hoffen, dass das halt immer wieder sehr weit in die Tiefe geht, wie hier. Und dann kann man halt schon mal eine Ancient City erhoffen. Gehen wir nochmal hier lang. Aber, ja, das ist halt genau das, was ich meine. Du findest unter diesen großen Bergen halt wirklich erstmal größere Deep Dark Biome. Die brauchen wir. Und dann musst du einfach hoffen, dass es eben genug Platz in diesem Deep Dark gibt, um halt hier eine Ancient City zu erhalten. Die Höhe passt. Wir sind hier auf minus 30. Aber die Ancient City leider nicht. Das sieht so aus, als ob wir erstmal bei unserem ersten Berg keine Ancient City haben. Aber kein Problem. Wir haben auch schon die nächsten. So, da oben haben wir ein neues, sehr, sehr interessantes Bergbiom. Und zwar ein Stony Peaks. Dort haben wir auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, eine Ancient City zu haben. Checken wir das mal ab. Aber ihr seht hier, Stony Peaks. Ich bin jetzt hier auf Höhe 160. Es geht noch weiter nach oben. Wir nehmen uns jetzt einfach immer wieder einen Punkt, der von dieser gesamten Bergregion ziemlich zentral ist. Der hier passt. Graben wir uns einfach mal nach unten. Und ihr werdet sehen, dass wir auf jeden Fall als nächstes den Übergang haben werden von Stony Peaks im Biom, in der Biomansicht, zu entweder zu einem Deep Dark, Lush Cave oder Dripstone Cave. Aber in den meisten Fällen wird es ein Deep Dark sein. Ich meine, ich habe ja auch schon mal mit Stegi und Heiko damals sehr, sehr viele Ancient Cities für die 150 OP Gap Sache gesucht. Bin ja auch schon ein kleiner Experte darin. Aber hier gehen wir wohl wieder leer aus erstmal. Und ich müsste jetzt 10.000 Blöcke traveln. Ich werde tatsächlich einfach mal ein Portal machen, weil da unten war ein Lavasee. Vor kurzem haben wir noch gesagt, wir werden nie wieder im Nether sein, aber jetzt mal kurz zum Traveln für 1.000 Blöcke. Geht das schon mal? Und einmal rein. Bei diesen Koordinaten, das sind ungefähr entspannte 2.000 Blöcke, die wir laufen müssen, haben wir den nächsten hohen Berg. Und da sind dann auch mehrere Berge. Und hoffen wir mal, dass da, Ancient City auf uns wartet. Let's hope for the best. Alright, wir gehen rüber. Wir sind jetzt ein bisschen näher. Wir müssen jetzt aber nochmal 3.000 Blöcke in die Richtung. Aber wir sind gleich da. Leute, es ist die erste Ancient City. Die allererste. Und sie war unter dem kleinen Berg. Wir waren jetzt hier auf minus 30. Und ich habe irgendwie gewusst, als ich den Block gesehen habe, dass es passieren wird. Okay, wir müssen jetzt aber hier vorsichtiger sein. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. In einer Ancient City gibt es einen Block, der sehr, sehr gefährlich ist für uns. Nämlich der Block, der auch verbunden ist mit einem sehr, sehr gefährlichen Monster. Die Rede ist vom Warden und einem Shrieker. Dieser Shrieker nimmt Geräusche wahr. Jedes Mal, wenn ich ein Geräusch mache und er es mitbekommt, geht er um eine Signalstärke nach oben. Bei Signalstärke 1 ertönt er, bei Signalstärke 2 auch, bei 3 und bei 4. Nur bei 4 ist es nochmal ein bisschen extremer, denn bei der vierten Signalstärke wird er einen Warden spawnen. Ja, das heißt, am besten gar nicht erst in Signalstärken füttern. Die Signalstärken bauen sich aber auch nach 10 Minuten immer wieder um eine Stufe ab. Und was wir aber jetzt machen müssen, ist trotzdem Sounds. Also wir müssen ja trotzdem Geräusche machen, denn wir wollen ja Kisten öffnen. Das Ding ist, wenn wir auf Wolle laufen, dann nimmt ein Shrieker unsere Schritte nicht wahr. Oder wenn wir sneaken. Aber sehr, sehr oft sind eben diese Shrieker neben Kisten aufgestellt. Das heißt, das ist schlecht. Ihr müsst euch vorstellen, ein Kisten öffnen ist ein Sound und ein Kisten schließen ist wieder einer. Und ich werde die Kiste ja nicht sofort schließen. Alles ein bisschen doof. Und was wir jetzt erstmal machen wollen ist, wir haben es schon mal probiert, aber ich mache es jetzt einfach nochmal, weil ich glaube, dass es damals, als es da nicht ging, dass das ein Fehler war. Wir werden uns ein Bett aufstellen. Sollten wir sterben, haha, wovon wir nicht ausgehen, dann können wir respawnen. Generell könnt ihr euch diesen kleinen Bereich auch nochmal merken. Der ist auch für uns wichtig, weil dort gibt es für uns Essen, nämlich gebackene Kartoffeln. Und eigentlich will ich als allererstes dorthin, weil ich habe kaum noch Essen. Nö. Stark. Ja, das ist Shrieker Stufe 1. Das war nicht gut. Wir bekommen auch den Darkness-Effekt immer wieder. Da müssen wir halt eh aufpassen. Ich glaube, wir sollten einfach starten mit den Kisten. Es sind halt überall Shrieker. Was soll ich machen? Wir werden auch Warden spawnen. Wir müssen... Der entscheidende Part ist einfach nur, weit genug von den Wardens immer weg zu sein. Egal. Genießen wir jetzt erstmal die ersten Items. Und ich sage, erste Kiste direkt Silence Armor Trim. Nicht ganz, aber eine Hake, genauso wie auch Regenerationspotions. Ja, und das ist direkt der dritte Sound. Das heißt, beim nächsten Sound wird er spawnen. Wir haben jetzt aber 4 von 34 Items, dass das am Anfang jetzt erstmal schnell geht, ist klar. Gerade sind auch diese Items gerade alle nicht so besonders. Ja, wir sollten jetzt auch nicht übertrieben viele spawnen. Also es ist einfach auch voll wichtig, hier den Überblick zu behalten. Wir müssen den Überblick behalten, wie viele und vor allem wo die Wardens alle so spawnen. Glowberries nehme ich schon mal mit. Und Knochen auch wichtig. Oh, ho, ho, ho. Das waren aber schon mal 5 weitere Items. Knochen nehme ich mit, Leute, um für später meine Kartoffeln wieder stabiler anzubauen. Es könnte auch, by the way, eine Idee sein, einfach zu warten, bis er sich wieder eingräbt. Weil nach einer Zeit, wenn er kein Ziel hat, dann gräbt sich ein Warden auch immer wieder ein. So, ich glaube, hier ist kein Shrieker.
Das ist angenehm. Eisenhose, Skalk-Sensor und die Skalk-Fackel. Hosen gibt es nämlich generell mehrere, wegen eben auch Swift Sneak. So, das war der Sound, den wir hören wollen. Es ist jetzt hier kein Warden mehr irgendwo am Start. Trotzdem ist die Shrieker-Stufe auf 4. Bücher, Kompass, Diamond Horse Armor und die Disk-Fragmente. Also noch nichts Außergewöhnliches, aber trotzdem 16 von 34 Items. Klingt erstmal krass, wow. Nach 3-4 Kisten hast du hier die Hälfte. Lasst euch davon nicht täuschen, denn es wird auf jeden Fall noch unangenehmer. Aber ich sag euch so viel. Silence Armor Trim wäre so, so big, das früh zu finden. Oder auch, by the way, OP-Gott-Äpfel. Ich hab's nicht, also ich habe nicht übertrieben, als ich gesagt habe, OP-Gott-Äpfel werden kein großes Problem sein. 8,4% für den OP-Gap. Und ja, man findet sehr, sehr häufig einfach auch mehrere. Das heißt, sollte der Hunger noch stärker werden, können wir einfach auf die zurückgreifen. Sowas wie eine verzauberte Flasche liegt, by the way, bei 23%. Das ist alles nicht so schlimm. Aber ja, eine Ancient City wird mit OP-Gaps auf jeden Fall hier keine Probleme uns machen. Schön, dass es mal eine Abwechslung gibt. Und teilweise gibt es hier auch diese Doppelkisten-Spawns. Die sind natürlich auch unfassbar geil. Mit zum Beispiel OP-Gaps. Und auch Kerzen und verzauberten Büchern halt, wie gesagt. Nur verzauberte Bücher mit Projprot 2 sind für uns nicht interessant und jetzt ruhig. Okay, wieder eingebuddelt. Ihr seht aber wieder hier Shrieker neben Kiste. Das heißt, es wird wieder hier einer spawnen. Wir sind aber schneller. Bupp. Oh mein Gott. Schön immer wieder die Knochen mitnehmen. Das ist der wichtige Fakt hier. Okay, wenn jetzt hier halt zwei sind, dann ist es halt ein bisschen doof. Ich glaube, ich kann gut auf den Lavasee abhauen. Deswegen. Digga. Swift Sneak und Hose. Auf geht's. Wieder doppelter OP-Gap. Wir haben 6 Stück hier schon rausgeholt aus der ersten Ancient City. Swift Sneak 2 ist aber nicht das, was wir wollen. Wir wollen, ja, Swift Sneak 3. Die Dia-Hose ist ganz nett. Prot 4 Unbreaking 3. Es geht aber primär um Mending. Deswegen kann man eventuell auch darüber reden, die wegzuhauen. Alright, da hat er sich wieder eingebuddelt. Also, aktuell 24 von 34 Items. Uns fehlen nur noch 10 Stück. Ordentlich. Und da haben wir den Skalk Catalyst. Damit sind es nur noch 9. Aber was soll ich euch sagen? Dass wir halt in einer Struktur, in der es halt sehr viele Kisten gibt, halt logischerweise auch viele Items finden werden, in der ersten, war ja abzusehen. Und hier mal wieder eine schöne Doppelkiste. Mit der Music Disc. Die liegt bei 16%. Es gibt aber auch eben die Other Side. Die hat eine Wahrscheinlichkeit von 8,4%. Die könnte unangenehmer werden. Okay, wir haben sehr viele Kisten jetzt schon bereits abgearbeitet. Aber eine Kiste fehlt hier und das ist die hier. Und die schmeckt. Die schmeckt sowas von, weil die hat einen extra eigenen Lootpool. Goldene Karotten Packed Ice Snowball und die Suspicious Stew. Damit fehlen nur noch 4 Items. Und in dieser Icebox kann auch nochmal eine gebackene Kartoffel sein. Also, dass wir nach einer Ancient City 30 Items reinhauen, hätte ich auch nicht erwartet. Aber die seltensten sind halt noch übrig. 5%, 1,2, 8,4. Ne, 16,1 beim Sattel. Und die Kartoffel 54,9. War ich an der Doppelkiste? Ich glaube, ich war noch nicht an dieser Doppelkiste, aber ansonsten haben wir alles, oder? Weil dann würde ich nämlich zeitnah nach dieser Doppelkiste das leaven. Und zwar einmal. Leider kein Mending. Schade. Swift Sneak 3. Okay, perfekt. Da haben wir es direkt. Und weiter. Leider keine nützlichen Items. Und ich bin hier weg. Das heißt, wir suchen uns die nächste Ancient City. Aber wir sind hier in einem Gebiet, wo wir generell noch ein bisschen mehr Stuff haben. Und ab nach oben jetzt. Ich muss euch ehrlich sagen, nach der ersten Ancient City, es macht unfassbar viel Spaß, diese Struktur zu looten. Es ist so nice. Es macht so Spaß, endlich mal wieder was anderes zu haben. Der nächste XXL-Berg. Oh mein Gott, das ist so nice, dass wir so viele in der Nähe hier gefunden haben. Also das, was ihr hier sehen könnt, das ist ja definitiv Spot für eine Ancient City. Wenn ich eine wäre, also eine Ancient City, eine Struktur halt, dann würde ich mir doch auf jeden Fall so einen Spot hier aussuchen. Das ist doch ideal. Guck mal, ich habe gerade gedacht, ich sehe von hier oben schon die Ancient City. Wir gehen mal direkt hier runter und gucken mal, was wir dort so sehen. So, also das ist hier wirklich ein super, super geiler Spot. Wir graben uns mal wieder an so einer etwas zentraleren Stelle runter. Machen wir mal sowas hier und gucken mal, ob wir Glück haben. Ancient City Nummer 2. Es ist so ein schönes Gefühl, wenn du dich runtergräbst und du bei Deep Slate Level bist und ein Skalk-Block siehst und du weißt, es muss die Decke sein. Na dann, erledigen wir mal die super schwierige Struktur mit der Nummer 2. Oh ja, die ist schön groß. Das ist ein schönes Exemplar. Wir müssen aber aufpassen, denn wir spawnen jetzt wieder alles. Silence Armor Trim. Ich komme. Oh, der Sattel. Breach. Brauchen wir erstmal nicht. Aber der Sattel erledigt. 16%. Muss man natürlich auch erstmal haben. Damit nur noch die beiden Armor Trims und die gebackene Kartoffel. Die aber, by the way, jetzt nicht so das große Problem ist. Die hat nämlich 60%. Alright. Doppelkiste ohne Shriek in der Nähe. Das ist ja wie Urlaub. Ein bisschen chillen. Und leider nein. Aber schön mehr essen. Mm. Und ein starkes Buch.
Nö, wir haben schon Swift Sneak 3. Aber gerne eine overpowerte Hose. Oder gerne auch overpowerte Goldäpfel. Also das vierte Mal Doppel-OP-Gap. Und dazu Swift Sneak 2 und Lure 3. Mm-mm. That's not it. So, zeig mal her, was haben wir jetzt hier? Lackhaftes ist die 3. Ein Armor-Trim muss noch drin sein. Leute, wir brauchen alles an Glück, was geht. Nur Power 5 haben wir halt schon. Ist das krass. Ich muss mal jetzt ein bisschen warten, bis sie spawnen. Die schnuppern mich.